Seit Donnerstagabend steht es fest. Sonja Klima wird die neue Leiterin der Spanischen Hofreitschule und damit die Nachfolgerin von Elisabeth Gürtler. Aber bereits vor dem Ergebnis gehörte sie zu einer der Favoritinnen für diesen Posten, und zwar gemeinsam mit Ulla Weikersdorfer. Sie ist aktuell Präsidentin der Ronald McDonald Kinderhilfe, und Herwig Radnetter, der seit 2012 die administrative Leitung der Reitbahn innehat. Aber die Fußstapfen, in die Klima jetzt tritt, die sind wirklich richtig groß. 11 Jahre lang hat Gürtler die Leitung der Spanischen Hofreitschule inne gehabt und gemeinsam mit Erwig Klissenbauer gemanagt. Und was die beiden in dieser Zeit, in dieser Amtszeit geleistet haben, das muss man wirklich anerkennen. Zum einen haben sie die Vorstellungen, die jährlichen Vorstellungen der Spanischen Hofreitschule von 40 auf 90 erhöht. Und dadurch können jetzt auch die Tourneen stattfinden, ohne dass die Winterreitschule dabei geschlossen werden muss. Aber nicht nur das, unter Gürtler gibt es auch die erste B-Reiterin der Spanischen Hofreitschule. Das heißt, die Spanische Hofreitschule wurde erstmals auch für Frauen zugänglich gemacht. Ihr Baby, möchte man fast sagen, war die Fête Imperial, der Sommerball, wodurch die Spanische Hofreitschule auch zu einer Event-Location wurde. Und ihr letzter Coup, das ist eine Verbindung mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, genauer gesagt mit Abu Dhabi, denn dort sollen ab 2019 auch Vorstellungen der Spanischen Hofreitschule stattfinden. Die Fußstapfen sind also wirklich groß, aber Klima bringt Erfahrung mit Pferden mit. Sie selber war früher Spring- und Westernreiterin, und diese Erfahrung möchte sie natürlich in den Posten mit einfließen lassen.